Zurück! In die Ecke! Zurück! Du. Ja, ich. Sonst wärst du schon tot. Aber ich habe Shadow gesagt, wir haben noch eine Rechnung offen. Dann geh mir aus dem Weg und wir sind quitt. Weißt du, was ich nicht verstehe? Warum du mich erst gehen lässt und dann kommst und Ärger machst? Du hast echt keine Ahnung, oder? Das reicht jetzt. So, und damit, hallo liebe Leute, was geht ab? Jetzt kommt zu einem Video von Necromunda Hired Gun. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und Bock drauf habt. Ja, wir sind jetzt hier in so einem komischen Hauptquartier von irgend so Stim Dogs oder so heißen die. Die wurden im letzten Video ja einfach mal festgenommen, beziehungsweise gefangen genommen, weil wir uns dummerweise in so einen Hinterhalt locken lassen haben. Und jetzt sind wir hier. Gerade gesehen, zumindest erkennen diese Idioten gute Ausrüstung, wenn sie sie sehen. Verwendet. So, jetzt sollen wir uns hier durch die Stimdocks schießen. Medipack hab ich eh nicht. Sehr Array. Ist gar normal hier. Hast Kurzbefehl eingesetzt. Störimpuls, das kann doch nur. Auch gar nicht so dumm, war. Ja, weiß ich ja, was ich da nutzen kann. Da ich wieder so ein Riese. Die liegen ganz schön oft hier einfach tot in. Warte mal, was ist da denn rum? Gibt bestimmt irgendwo eine Kiste oder so ein Scheiß. Nicht so weit. Nicht so weit. Oh. Und? Schade. Gibt wirklich nichts. Menno. Ja, wir nicht so eine Truhe hinsetzen können. Wieder einer, der einfach mal. Jo, ich würde mal sagen. Du hast ein Messer am Rücken. Das ist nicht so gut. Das ist einer, der aus wie ein Podium. Shadow heißt also dieser Fritz. Hey! Ich wollte den eigentlich schön mit Nahkampf erledigen, ja. Mann, das auch. Ja, alles klar. Wow. Ich hab dich, Jungs! Hier! Ich los. Ich
Scheiße. Hallo? Kommen wir mal zu deiner Kiste, bitte. Dann halt so. Jungs, was mit dir? Scheiße, ey. Ich habe ja keine Stims gehabt, ey. Jetzt darf ich den ganzen Bums nochmal neu machen. Den ganzen Bums nochmal neu. Oh Gott, da würde ich kein Mittelscheitel-Leben brauchen. Du willst da in dieser Kackkante festhängen, ey. Verdammte Scheiße. Kackspiel, der regt mich schon wieder auf. Komm. Boah, ich will jetzt nicht wieder alles von vorne. Ja, komm, hallo. Tu was. Bin ich denn jetzt? Na, natürlich sehen die ganzen Bums hier von vorne. Wow, ey. Die werden auch immer teurer hier. Wenn du den Skinny siehst, töte ich. Schaffen, Jungs! Ja,
mir an so einer dämlichen Kante fest, ey. Kann doch nicht sein. Alle gerade richtig haben, ist oder? Warum krepiert die denn einfach nicht? Meine Fresse, ey. Alter, wo kommen hier alle her? Das ist nur eine Truhe.
Hör doch mal auf zu blitzen, jemand. Also, wo ist denn da hin? Da ist auch eine. Ach du Scheiße, wie komme ich denn da hin, ey? Voll uncool. Müssen wir wieder stundenlang suchen. Ich glaube, wenn ich weitergebe. Ich komme irgendwann nicht hin. Weitermachen. Da ist noch eine. Die Frage ist, wie komme ich da wieder hin? Boah, du voll. Du Vollhonk. Du dämlicher Vollhonk. Boah, sowas Dummes, ne? Dass hier noch irgendwo eine ist. Runter. Gut gemacht. Oh!
hier eine Kiste. Doof. Richtig doof. Aber egal, besser als wenn ich da krepiert wäre. Du das nicht auch, Mann. Ich war schon halb tot. Jetzt gehen wir so ein Obermufti. Ja. Jetzt werde ich mich mal amüsieren. Du kommst hier nicht lebend raus. Endlich. Ich sag Quetschi! Wow, Treiber. Komm her, du Zwerg. Komm her. Alter, wo kam der denn jetzt auch von hinten her, die dumme Ratze, ey? Oh!
Fresse, ey. Ist jetzt endlich Fratze der Fritz. Gesichte. Meine Herren, ey. Das reicht aber jetzt auch mit dem Baller hier, ey. Okay, da kann ich nicht hoch. Egal. Ja. Weiter geht's dann. Scheißegal. Hier ist eine Truhe. Gut. So, liebe Leute, ich würde mal sagen, dann beende ich auch mal hier passend das Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und Bock drauf hattet. Ja, dann werden wir uns mal weiterhin durch dieses Lager, wo ich gesagt habe, dieses Gefangenenlager, sind ja auch nicht das Hauptquartier, dann halt durchballern. Gucken, was uns hier noch erwartet. Credit. Kann da mal sehen, haben wir jetzt schon mal einen von diesen Obermuftis kalt gemacht. Der ging ja auch hart, boah, hart auf den Sack. Spack, guck mal, hier so ein Aimbot. Da ist auch noch einer, halber. Möchte gern voll Arsch. Hätte man sich auch sparen können. Hätte gar nicht so dicke Fresse gemacht, wäre der jetzt nicht tot. Tja, ist halt natürlich dumm, ne? Gut, ja, wenn ihr Bock drauf habt, dann seid auf jeden Fall gerne beim nächsten Mal dabei. Wäre ich ganz geil, mich sehr darüber freuen. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin und tschüss.